Live-Radio. Unnützes Wissen der 90er Jahre. Der Live-Radio 90er Podcast. Mit Silly Riegler und Andy Hohenwarter. Here we go! Ja, hallihallo. Gleich am Anfang haben wir was Sommerliches für euch. Was Sommerliches? Ja. Ja, weißt du, vom Dr. Sommer-Team. Ach so, Marian. Hast du gerade nur gesagt. Wie ein Goldfisch, furchtbar. Okay, wir wollten euch sagen, dass Dr. Sommer in den 90ern die meisten Zuschriften bekommen hat. Gibt's ja schon seit den 50er, 60er Jahren, aber in den 90ern hatten die Menschen offenbar die dringendsten Fragen. Und es waren bis zu 4000 pro Woche. Aber weil du das sagst, ich glaube, dass das wirklich so war. Habt ihr damals in der Schule schon Aufklärungsunterricht gehabt? Aufklärungsunterricht nicht so richtig. Du? Nein, nix. Und da war schon Dr. Sommer, hat mich schon scheißfierig gehabt, glaube ich. Aber das war halt schon immer das mit Abstand Spannendste, oder? Also ich fand auch die, ehrlicherweise, kann man das sagen? Ich weiß es nicht, was willst du sagen? Nein, ich fand schon immer diese, es gab eine Zeit lang in den 90ern so diese Selbstauslöserfotos, wo nackte Menschen da standen, die sich mit dem Selbstauslöser nackt fotografiert haben. Oh, das war schon, ja. War schon sehr spannend. War das in den 90ern? In der Bravo meinst du, gell? Ja. Ja. Das fand ich spannend und eben die Dr. Sommer-Geschichten. Und der Rest war super, aber war jetzt nicht das allererste, wo man hingeblättert hat. Ja, also das war in meiner Bravo-Lesezeit, waren die noch nicht drinnen. Die von unbesonnen nackt. Die das dürft. Okay. Weil wie lange werde ich Bravo gelesen haben? Also 95 habe ich maturiert. Da habe ich nicht mehr, also. Aha, ja, klar. Vielleicht bis 92 Bravo gelesen oder so. Das dürfte nachher kommen sein. Aber wird in den 90ern gewesen sein. Weil erinnern kann ich mich schon noch. So, dass so. Das gegeben hat. Ja. Ja. Eine Geschichte zu Bravo kann ich nur erzählen, zu Dr. Sommer. Das war ja Liebe, Sex und Zärtlichkeit. So hat es geheißen. Genau, Liebe, Sex und Zärtlichkeit. Dr. Sommer beantwortet eure Fragen. Mhm. Und von, ich glaube, es war die Claudia B. nennen sie mal so, aus meiner Klasse, wo die Mama sie jetzt zwar Bravo kaufen dürfen, aber die Mama hat ihr Liebe, Sex und Zärtlichkeit Seiten zusammengeklebt mit Uhu. Dass die nicht. Dass die im nicht, Ernst? Dass die Seiten nicht lesen kann. Ja. Im Ernst? Ja. Also Claudia, tut mir leid, wenn es nicht du warst. Es kann ja sein, dass das... Und wie ist das bei Claudia ausgegangen? Hat die Kinder jetzt oder so? Ja, ich glaube sogar drei. Okay, also hat ihr das nicht nachhaltig geschafft? Sie hat es wieder aufgeklitzelt. Oder vielleicht deswegen. Ach so. Man weiß es nicht. Oh. Okay, na, liebe Grüße, falls du zuhörst für den unwahrscheinlichen Fall. Wir haben jetzt von dieser Woche wieder das Unnützen vom unnützesten Wissen aus den 90ern für euch vorbereitet. Wir haben Sandra Bullock am Start, dann richtig klasse, spannende Infos zu, naja klasse, aber spannende Infos zu Steffi Graf und, was machen wir nun? Autos. Autos? Ja, na, haben wir noch nie gehabt, glaube ich. Endlich mal dein Thema. Achso, Elchtest hatten wir mal, das stimmt. Ja, und irgendwas mal mit dem Twingo. Das war also ein 90er Phänomen, der Renault Twingo. Genau. Ich weiß nicht mehr, was wir da gehabt haben. Egal, wir starten los mit Platz. Platz 3. Sandra Bullock hat ja in den 90ern einen Riesendurchbruch gehabt mit Speed an der Seite von Keanu Reeves. Den würde ich übrigens gern wieder mal sehen. Das war echt, das war ein richtig guter Film. Total, total. Und so spannend. Also der war einfach... Aber da finde ich, das müsste man so schauen wie in den 90ern, dass man wirklich nicht auf Stopp drucken kann. Weil ich glaube, das ist auch so ein Film, der sich wirklich entfaltet hat durch das, dass man... Durch den Speed? Ja, ja. Durch das... Und heutzutage, wo man immer ständig auf Stopp und zurückspulen und muss ich was nachgoogeln dazu, dann geht irgendwie diese Filmdramaturgie voll verloren. Und bei Speed finde ich, das muss man in einem durchschauen und dann... Hast du jetzt angehört? Ja, voll. Durch meinen Speed mit der Hand. Ja, ein toller Film. Absolut. Und die Sandra Bullock hat deutsche Wurzeln. Das ist richtig witzig. Ihre Mama war nämlich deutsche Opernsängerin. Darum hat sie die ersten 12 Jahre ihres Lebens in Nürnberg gewohnt, teilweise auch ein bisschen in Wien und in Salzburg. Und sie kann dementsprechend fließend Deutsch sprechen. Wollen wir uns diesen garstigen Teil einmal anhorchen? Weil Sandra Bullock kann nämlich auch ein bisschen garstig Deutsch sprechen, besonders... Du magst gleich den Oscar-Teil magst du nicht hören, du magst gleich den garstigen. Ich mag den garstigen Teil hören, oder? Da war es übrigens beim Jimmy Kimmel in so einer Late-Night-Show in Amerika. Say, ich bin... Ich bin... Ein... Ein... Oh, I know this one. No, you don't. Oh, okay. Ich bin ein... Ich bin ein... Loch. What was that? Knock. Loch. Lach? Like lach. Like a lake? Yes, yes. Okay. Ich bin ein... Does that mean I'm an... Is that what... Yeah, I guess, yeah. Speak German? Mm-hmm.
fascinated by the fact that you speak German. Mm-hmm. Is that true? Deutsch. You do? Yeah. Okay, what's like the coolest thing I could learn how to say in German? Leck mich. Leck mich. Am Arsch. Am Arsch. Am Arsch. Arsch. Leck mich am Arsch. Leck mich am Arsch. I can't hear that. Oh no, what did I say? Stand in. Lick my ass. Also man sieht schon jetzt fast dick hinter den Ohren, gell? Ja, das ist Arschthema, so, zieht sie so, durch, ja, gell? Rom-Com und ne. Ja, dann tut mir leid für die Tonqualität von dem zweiten, aber das war natürlich irgend so ein YouTube-Video. Und über Pieps haben es auch nicht wir. Wir hätten es euch natürlich in voller Pracht dargeboten, aber auch das über Pieps, der war natürlich in der Originalversion. Mhm. Platz 2. 1996 hat Tennisspielerin Steffi Graf Wimbledon gewonnen. Davor wäre sie fast ins Gefängnis gekommen. Ja, das Problem war ja Steuerhinterziehung am Anfang ihrer Karriere, aber nachdem sich um die ganzen Finanzen bei Steffi Graf ihr Papa, der Peter Graf, gekümmert hat, hat er dann schlussendlich in Häfen müssen 1995. Seine Strafe waren 45 Monate. Nach 25 Monaten hat ihn Steffi aber freigekauft mit $1.300.000. Wahnsinn. Aber Zeit lassen schon drin lassen, gell? Bevor. Ja, ich glaube, das ist nicht vorher gegangen, dass man. Ah, dass das man, kann sein, ja. Okay. Sie hat erst nur ein bisschen Tennis spielen müssen, dass sie das mit der 1.300.000 ausgeht. Wahnsinn. Wäre halt interessant, wie viel Steuern er hinterzogen hat überhaupt. Oder sie, oder gemeinsam, oder er halt. Ich glaube, sie hat davon gar nicht. Oder man stellt das jetzt so dar, sie hätte da nichts gewusst davon, weil Papa hat sich um alles gekümmert. Ich hätte das auch alles meinem Papa machen lassen. Ich habe bis heute keine Ahnung von Steuer und dem. Ja, voll. Also, bei mir kann es sofort passieren, dass, wenn man draufkommt, dass mein Steuerberater irgendwie linke Dinge macht, ja. Dass du ins Gefängnis musst. Geh ins Gefängnis und ich habe nichts gemerkt davon, aber es wirklich könnte mir sofort passieren, dir auch. Du bist da auch so ja. Vertrauensvoll anderen gegenüber, sagen wir es mal so. Ja, oder? Und frei von Finanztalent, das ist mein Problem. Was, das will ich mir gar nicht aneignen müssen. Ist eh voll blöd. Weil ich sollte mir schon ein bisschen Ahnung haben. Zumindest ein bisschen. Ja. Ah, ich bin da komplett blank. Ich weiß überhaupt nicht. Du weißt nicht einmal, was du nicht weißt. Genau. Mhm. Aber ich glaube zu wissen, dass das Platon war. Aber bin mir nicht sicher. Gut, jetzt sind wir bei Platz. Platz 1. Es ist das ultimative Protzerauto der Reichen. Ja? Heutzutage schaut man eh so ein bisschen ökobilanzmäßig, ein bisschen schiefäugig drauf quasi, aber in den 90ern war das Ding. Und zwar der Hammer-Geländewagen. Schreibt man wie Hummer. So ein Riesending, der braucht wahrscheinlich beim Starten schon mehr Sprit als ich mit meinem kleinen Spucki auf 100 Kilometer. Aber warum ist der überhaupt entstanden 1992? Die Hintergrundgeschichte ist schon sehr spannend. Es sollte nämlich eigentlich ein Militärfahrzeug werden. Also das US-Militär hat einfach einen neuen Geländewagen gebraucht, beziehungsweise 55 davon und hat dafür $1.5 Milliarden in die Hand genommen. AM General hat dann den Zuschlag bekommen und dann ab 1992 ist Hammer produziert worden. Übrigens, weil du gesagt hast, wegen der Ökobilanz, ja. Dieses Ding braucht 21 Liter auf 100 Kilometer. Boah, ja. Heutzutage noch einmal brisanter mit den Spritpreisen, ja. Gell? Wahnsinn. Okay, damit sind wir aber durch, in vollem Tempo. Ja. Und kommen jetzt zum Joachim. Joachim hat uns ein ganz liebes E-Mail geschrieben über podcast@liveradio.at. Habe ich es jetzt richtig gesagt? Du hast es voll richtig gesagt. Danke, Joachim. Es freut uns immer so, wenn wir von euch hören. Echt, es ist so witzig, weil wir das immer hier da im Aufnahmestudio machen und man irgendwie ganz wenig Gespür kriegt für die Leute, die sich das anhören. Ja. Und darum ist es so schön, wenn man dann von euch hört, dass da wirklich Menschen gibt, die sich das echt anhören, was wir da machen. Ja. Und im Fall von Joachim sogar auch noch klasse finden. Das freut uns natürlich. Extrem. Und wir haben das letzte Mal, wir haben ja am Ende vom Podcast immer Werbungsraten, wo ich dir, lieber Andi, immer einen Teil vorspiele von der 90er-Werbung. Du errätst dann immer bravourös, was für Werbung das ist. Und da haben wir nur gesagt, schade, dass es keine Weihnachtswerbung gibt aus den 90ern. Oder irgendwie so haben wir gesagt. Ja, genau. Und jetzt kommt der Joachim, schreibt uns eine Mail und macht uns darauf aufmerksam, dass wir bitte auf die sensationellste aller Weihnachtswerbungen nämlich total vergessen haben. Ja, waren wir echt ein bisschen dumm. Aber also das fällt unter akute 90er Jahre Dummheit, weil das war 1995 und das war das Weihnachtswerbungsding eigentlich bis heute. Ja. Oder? Muss man echt sagen, bis heute. Okay, jetzt lösen wir mal auf und dann können wir noch ein bisschen in die Materie reingehen. Es geht natürlich um diese Werbung aus dem Jahr 1995. Da biegt er schon gleich um die Ecke. Knallrot. Doppelanhänger, glaube ich, sogar hinten drauf. Rundherum dann die Glühbirnen, die leuchten, ja, auf diesem LKW-Truck. Die kriege ich die Gänsehaut irgendwie, oder? Can you see it shining bright?
sie hat. Total. Ja. Total. Der Coca-Cola-Truck war es, ja. Und wir haben echt die Werbung vergessen gehabt. Wie kann das passieren? Weiß ich nicht. Gut, dass wir einen Joachim haben. Dankeschön, Joachim, ja, fürs Aufmerksam machen. Hast du ihn einmal live gesehen? Also nicht Joachim, den sondern... Weihnachtsmann? den Weihnachtstruck. Na, du? Ah ja, schon. Ich war in Ried im Innkreis vor ein paar Jahren einmal. Oh ja, stimmt. Da war er mal, das habe ich gehört, ja. Genau. Und diese Woche war er in Linz, das habe ich nicht geschafft. Aber was? Ist der nur immer? Nein, der war nur am Dienstag diese Woche. Naja, aber nur immer aktiv. Also auch heuer. Ja, ja. Also Corona-Pause, jetzt ist er wieder aktiv und ein Freund von mir war dort. Der, was ist dann? Was passiert dann? Ja, nix. Und das ist das Traurige. Ein Freund von mir war dort, der auch immer diesen Podcast hört, liebe Grüße Christoph, und hat mir erzählt, ich habe dann gesagt, wie war's? Und er hat dann gesagt, na, er wäre da so anfällig gewesen, dass er sich den ganzen Merchandising-Ding da alles kauft. Ja. Es hat nichts gegeben. Also man war da dort, zum Essen hat es gegeben Leberkassemmeln vom Maximarkt und man hat sich schon nicht schlecht. Cola-Dosen dazu kaufen können, aber ansonsten war da nichts. Also ich glaube, der große Hype um den Weihnachtstruck scheint ein bisschen vorbei zu sein. Ja, aber kriegt man nicht einmal Cola gratis? Ich glaube, das muss man auch zahlen. Geh! Ja, das hat man auch zahlen müssen. Und eben, da denkt man sich, was man nicht alles kaufen kann mit dem ganzen Ding, aber nein, war einfach nur der Truck und... Aber auch schon, oder schon cool. Er ist schön, oder? Ja. Und man musste sich, glaube ich, anstellen, um da irgendwelche Fotos zu machen und Ding, aber so ganz toll ist es nicht mehr, wie es mal war. Also, wenn der an mir vorbeifahren würde, ich glaube, ich würde schon eskalieren vor lauter Freude. Ich fand das ganz was Besonderes. Mhm. Die haben ja damals schon irgendwie was geschaffen durch das, oder? Das musste man ja sagen, der damals gesagt hat, ja, dann machen wir einen LKW-Truck, der beleuchtet ist. Ah, da werden alle gesagt, und du Volltrottel. Was ist für Blödsinn, ja. Also, wow, was für Emotionen. Ja, lass mal Auto ein durchs LKW, Bild fahren. Ja. Ja, also, und dann ist das so eine Wahnsinnswerbung geworden. Ja, genau. Dankeschön, Joachim, fürs Erinnern an diese 90er-Werbung. Aber haben wir noch einen Werbungsraten oder ist das damit erledigt? Nein, ist nicht erledigt. Ich habe eine ganz witzige Werbung aus dem Jahr, ich glaube, es war 92. Und ich kann dann nicht die Anfangssekunden vorspielen, sondern mittendrin. Mhm. Okay. Lieben Karl und die Annette, auch der Bernie und die Ruth. Mini, find Mini, Winnie gut. Die Mini-Winnie-Würstchenkette. Das gibt's ja nicht. Das gibt's. Warst du nie am Fußballplatz oder Spielplatz? Nein, die Würstel waren viel interessanter. Das ist die ganze Mini-Winnie-Würstchenkette von Maika übrigens. Mhm. Die ganze Werbung. Mini-Winnie-Würstchenkette lieben Karl und die Annette. Auch der Bernie und die Ruth finden Mini-Winnie gut. Und der Nimmersatte Peter ist allein den ganzen Meter. Mini-Winnie, ist doch klar, ist der Kinderparty-Star. Maika macht das Würstchen. Wahnsinn, oder? Völlig irre und sowas also darf man das sagen, dass das eigentlich schon eher, also für österreichische Verhältnisse eher ekelhaft ist, so eine seit 2 Jahren eingelegte, in Wasser eingelegte Wurst. Ach, sind das die im Wasser eingelegt waren? Ja. Ich habe immer zur Mama gesagt, na, kauf mir das einmal. Mama hat gesagt, na, sicher nicht. Aber das waren so kleine, gell, die Maika? Die waren ja mini, also so kannst du ja lockern mit, das waren ja, glaube ich, gerade mal so 7-8 cm Würstchen. Hast du das jemals gegessen? Nein. Habe es auch nicht gekriegt. Aber nicht, weil es Mama selber gemacht hat, sondern die hat auf gesündere Ernährung geachtet. Darum habe ich jeden Tag extra Wurst selber mitgekriegt. Das war schön. Wirklich? Mhm. War schön. Mama hat immer, wenn sie es nicht gefreut hat, Jause herrichten, hat sie immer gesagt, geh, kauf da eine extra Wurst selber bei der Frau Retzucher. Und die Frau Retzucher, die war damals in Enns am Hauptplatz, so einen kleinen Kreislerladen gehabt. Und da hast du eine extra Wurst selber gekauft? Genau. Zum Preis von? Maximal 5 Schilling oder so damals. 5 Schilling? Maximal. Ich habe es anschreiben lassen können, weil Mama ja hat dann Zeit und das war ja gleich, wir haben ja dort auch gewohnt. Aber das war so nett, weil die Frau Retzucher war so lieb und ich habe lange nicht gewusst, dass man sich an dieser Wursttheke eigentlich auch was anderes bestellen könnte. Weil für mich war klar, geh da ab und bestell da extra Wurstzimmerl. Und darum habe ich immer gesagt, Gott, Frau Retzucher, ich hätte gern bitte extra Wurstzimmerl. Mal lieb. Fast wie eine Wiener Milka-Werbung eigentlich fast. Schon? Ja. Und was hast du sonst in der Schuljause, haben wir überhaupt noch nie besprochen. Wirklich? Habt ihr auch diese Schulmilch gehabt, wo man von der Molkerei diese... Wieso? Na, da war schon oft der Kakao dabei, der nimmer gut war. Ja. Na. Ja. Bei uns nicht. Und das, also... Wirklich ja, jetzt? Viele sind ja immer schon so die Backerl, die Kakaobackerl. Also aufblatt. War aufblatt. Und dann haben wir gemerkt, da hat vielleicht die Kühlkette nicht ganz funktioniert. Echt jetzt? Ja. Nein, eben nur immer, also Leute, die das erwählen können zwischen Kakao und Milch und Leute, die Milch getrunken haben, war man immer ein bisschen suspekt.
Echt? Hast du Milch gehabt? Ich habe versucht, meistens, also wenn es gar nicht gegangen ist, Vanillemilch. Das hat es dann schon gegeben. Ah, okay. Es war aber natürlich super. Und ansonsten habe ich schon Milch, weil ich bin ja nicht so schokoladig. Okay. Ja, also ich wäre dir suspekt gewesen. Du hättest mich gemobbt wahrscheinlich. Nein. Spätestens beim gemeinsamen Spatzenpostlesen hätten wir uns wieder vertragen. Na super. Gut. Hey, nächste Woche. Ist dann schon die, oder? Weihnachtswoche Spezial. Da haben wir nur Weihnachtsfakten aus den 90ern für euch. Siehst du, war die Weihnachtswerbung vielleicht auch nicht blöd gewesen. Da war es ja eh keiner mehr nichts. Also ich hab's bestimmt wieder vergessen. Unnützes Wissen der 90er Jahre. Der Live-Radio 90er Podcast. Oh, Mamma Mia.